Moin Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin zusammen mit Paul unterwegs auf Lost Place Tour und wir stehen vor einer Location, die Paul vor einiger Zeit schon mal besucht hat. Es ist ein altes Ferienheim, Ferienlager. Ja, die ganzen Häuser hier drumherum haben mal dazugehört, sind jetzt allerdings wieder bewohnt. Und das hier ist quasi das Hauptgebäude. Ja, Verwaltung, Café vielleicht, Schwimmbad und so weiter und so fort. Was uns da drin alles erwartet, das werden wir uns auf jeden Fall jetzt mal anschauen. Ich bin gespannt. Wir sind hier jetzt noch draußen auf dem Außengelände und wir stehen hier tatsächlich auf einem alten Tennisplatz. Also es ist wirklich kaum zu erkennen. Hier ist ein kompletter Wald gewachsen. Ihr hört die Straße vielleicht im Hintergrund so ein bisschen, relativ viel befahren. Da ist das Hauptgebäude und ja, das ganze Ding ist hier eingezäunt. Ja, und da ist uns das aufgefallen, eben, dass das hier ein alter Tennisplatz ist. Guck mal, hier waren die Netze eingehakt. Da drüben sieht man es vielleicht so ein ganz kleines bisschen. Da auch. Und da waren hier zwei oder drei Tennisfelder, wovon hier nach da gespielt wurde. Vom Boden erkennt man auf jeden Fall gar nichts mehr. Oh, doch, guck mal. Da ist tatsächlich noch dieser Kies drunter oder was das ist, dieser Split, dieser orangene. Alter. Komplett zugewuchert hier alles schon. Das ist das Schwimmbad, wa? Ja, theoretisch ja. Oh. Da kannst du so reinmalen. Ja. Ja. Das ist komplett düster. Leute, es ist so dunkel, dass du gar nichts siehst, wirklich. Es könnte jemand genauso wie ich jetzt vor der Scheibe stehen drinnen und rausgucken. Ich würde ihn nicht sehen. Die Bäume sind hier schon alle umgestürzt aufs Gebäude. Was aber ganz interessant ist, dass es halt komplett zugewachsen ist und hier hinten auch, du kannst halt wie gesagt nicht mal durch die Scheiben reingucken. So, ja, mit Moos und allem ist das voll Spinnweben, aber trotzdem ist irgendwie alles heile. Also quasi nur natürlicher Verfall. Der Baum, der ist schon Teil des Gebäudes geworden. Also hier scheint sich auf jeden Fall ganz, 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 ganz lange schon keiner mehr drum zu kümmern. Das Ding steht laut Infos ungefähr 30 Jahre tatsächlich schon leer. Von außen trotzdem der Eindruck, naja, das Ding ist komplett mit der Natur verwachsen. Du riechst hier draußen schon den Schimmel. Drinnen siehst du bis jetzt gar nichts. Das Ding ist wie gesagt schon Teil der Natur geworden. Hier ist alles zugewachsen und mit Spinnenweben voll. Guckt euch allein mal den Briefkasten an. Der wurde Jahrzehnte nicht mehr geöffnet. Oh. Unfassbar. Du kommst hier rein. Erstmal ein Duft überrascht dich hier drin. Aber das gibt's ja nicht. Das steht hier alles wie vor 30 Jahren zurückgelassen. Hier ist noch so eine Durchreiche aus der Küche. Und du findest sie halt wirklich überall. Ja, hier zum Beispiel dieser Teil von der Theke. Da vorne der Teil mit der Lampe drin. Sachen, die runtergeplumpst sind. Aber eben, wie Paul schon gesagt hat, nicht, weil hier jemand randaliert hat und was rumgeworfen hat, sondern weil es einfach mit der Zeit abgefallen ist. Es ist alles feucht, alles durchnässt, verschimmelt, vergammelt. Ja, hier ist hier nach und nach mit der Zeit alles runtergekommen. Das, was hier auf dem Boden liegt, das sind alles diese... Das sind die Deckenplatten, ne? Ja. Alter! Sieht jetzt aus wie Sand. Ja, tatsächlich. Das sind wie Pudding, ne? Ja. Wie so Kuchenteig, ja. Oder so. Oh. Teilweise kann man das sogar noch sehen. Das ist ja wirklich heftig. Das ist ja übel. Hier siehst du noch so ein Teil davon. Da, ja, kannst du noch die Struktur so ein bisschen sehen, wie die aussah. Das ist ja wirklich unglaublich. Ja. Ja, man hört es ja, ne? Es ist die übelste Tropfsteinhöhle. Hier tropft es überall rein. Da ist überall Feuchtigkeit an der Decke. Und dann sind die Dinge hier nach und nach über die ganzen Jahre einfach runtergeplumpst. Ja. Hier steht richtig Wasser drin, ne?
Zentimeter hoch. Oh, alles zusammengeklappt. Und trotzdem stehen da einfach die Gläser noch im Regal, ne? Also hier kannst du dich wirklich allein schon minutenlang an so einer kleinen Bar aufhalten, weil hier so viele interessante kleine Details sind. Leute, guck mal, die Schubladen kriegst du nicht mehr auf, die sind festgegammelt. Und wahrscheinlich, weil das Ding schon zur Hälfte zusammengeklappt ist, sind die auch irgendwie eingeklemmt. Aber da liegen noch Sachen drin. Da liegen einfach noch Sachen drin. Ja, die Schublade hat seit 30 Jahren oder mehr einfach keiner mehr aufgemacht. Da hinten stehen die Gläser drin. Und hier oben hängen sogar noch Gläser in diesem Teil von der Theke. Es ist einfach runtergeklappt. Ja, vor 30 Jahren hat da jemand ein Glas reingehangen. Und jetzt zerfällt hier alles. Aber dieses Glas hängt noch da drin. 27. November 1989. Oh. Also, willst du noch was probieren davon? So ein Martini Bianco vielleicht? Ich würde mich, glaube ich, am Bananennektar probieren. Am Nektar, ne? Ja, ich bin ja Nektar. Aber den würdest du löffeln am liebsten jetzt ja. Auch. Also ich sag's mal so, wenn man das jetzt mal so ein bisschen nochmal wieder vermischt. Oh. 92. Ja. Okay, das ist Bananennektar von 1992. Alles Mögliche noch hier. Aus längst vergangener Zeit. Guck mal, diese Fantas, die gibt's gar nicht mehr, ne? Übrigens. Ja. Diese Fanta-Flaschen. Wobei ich glaube, doch mittlerweile haben sie da wieder so eine Neuauflage, ne? Ja, stimmt. Also so Retro. Ja. Aber die ist halt noch original von Oktober 1991. Das ist echt irre. Das wird jetzt wahrscheinlich das erste Mal seit 1991 wieder geöffnet. Ja. Aber du hast die Ehre, jetzt den ersten Apfelsaft da draußen zu verkosten. Das ist eine 91er Frucht. Das ist ein 91er Jahrgang, das ist der beste. Riecht nicht, warte mal. Mal ohne Scheiß, nimm mal eine Nase. Es riecht nicht aber richtig gut, aber. Vielleicht, das ist ja seit 30 Jahren nicht geöffnet, was sich da angestaut hat. In 30 Jahren hast du gerade eingeatmet. Ja, das ist nicht weiter schlimm. Also, das ist auch ganz interessant. Hier ist eine Benachrichtigungskarte von der Post an den wahrscheinlich ehemaligen Inhaber hier. Ich habe heute vergeblich versucht, Ihnen ein Schriftstück mit der Nummer zuzustellen. Das Schriftstück kann heute während der Schalterstunden abgeholt werden. Nicht vor 15 Uhr. Von 1990. Meinst du, es liegt noch bei der Post? Ich denke. Ich denke auch. Ich geh mal hin mit dem Ding, du holst mich wieder holen. Komm mal dann zur Post gehen jetzt. Speisekarte tatsächlich. D-Mark. Naja, klar. Schnitzel mit Jägersoße, Bratkartoffeln. Schnitzel mit Zigeunersoße, Schnitzel Wiener Art. Matjes, genau sowas, ne, habe ich mir auch vorgestellt, was es hier gibt. Forelle, Bockwurst mit Pommes. So. Hier scheint mal die Kühlkammer gewesen zu sein. Da kannst du jetzt aber keinen Fuß mehr reinsetzen, die ist komplett eingestürzt. Und hier hinten ist irgendwie noch so eine Art Vorratskammer oder sowas. Hier einfach noch Sachen in den Regalen stehen. Ne? Hier ist eine alte Kasse. Ah, die ist aber schon. Funktioniert nicht mehr. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie die überhaupt funktionieren, aber kannst du nichts mehr drücken. Schlüssel ist halt tatsächlich noch drin. Hier ist noch ein Heizungsraum. Ah ne. Hier sind Spinte. Guckt euch das mal an. Der ganze Boden ist grün. Auf der Heizung wächst. Ein halber Rasen schon wieder. Also ich glaube, wenn du hier länger als ein paar Stunden drin bleibst, dann wächst auch auf uns wieder irgendwas drauf. Vor allem in der Lunge. Vor allem in der Lunge, ja. Das ist ein Biotop hier wirklich, also ein Feuchtgebiet. Hier ist noch so ein kleiner Nebenraum und hier ist noch ein alter Billardtisch.
mit Kö, wo die Beine einfach dann irgendwann auch weggebrochen sind. Und jetzt liegt das Ding hier komplett auf dem Boden. Und Kegelbahn auf der anderen Seite. Guckt euch das bitte an. Und das ist halt alles einfach so durch den langen Leerstand entstanden. Ne? Kein Vandalismus, alles komplett natürlicher Verfall. Selbst dass das Ding hier runtergekracht ist irgendwann. Kaum zu glauben, dass sowas irgendwo noch gibt, ne? Wie so eine Zeitkapsel. Hier tropft es auch überall rein. Und hier liegt sogar noch eine alte Kugel. Hier steht noch ein Kegel. Aber es ist vermutlich ein bisschen her, als der letzte hier gespielt hat. Also da fragt man sich eigentlich wirklich nur noch, wie ist das hier passiert? Also klar, dass das über die Jahre hier alles runtergekommen ist, aber was hat dazu geführt? Ja. Sind hier vielleicht früher einfach die Gäste ausgeblieben? Ist der Inhaber vielleicht verstorben? Oder, keine Ahnung, kann ja auch sein, dass sich das hier nicht rentiert hat, ausgewandert ist, was auch immer. Oder Erben, die sich nicht mehr darum kümmern wollen, die das nicht interessiert. Es gibt wahrscheinlich auch gar keine Infos, weil das Ding so alt ist, dass es da nicht mal irgendwelche Beiträge drüber gibt. Nee. Verrückt, wirklich. Da bleibt nur wieder viel Platz zum Spekulieren. Hier hängt auch mal eine Gardine vor. Liegt jetzt da unten. Und dann konntest du hier ins Schwimmbad reingucken. Oder kannst immer noch. Ins Schwimmbad gucken. Ey, da ist ja noch Wasser drin. Also sogar die Toiletten sehen einfach noch vollständig gut aus. Klar, hier ist auch alles runtergekommen. Aber ansonsten nichts, gar nichts. Okay, hier geht's ins Schwimmbad. Guten Tag. Du genießt es hier, ja. Das Plätschern. Das Plätschern? Welches Plätschern? Nicht Plätschern. Was meinst du? War hier die ganze Zeit Wasser drin oder ist hier wieder Wasser drin? Ich glaube eine Mischung. Also ich glaube schon, dass da Wasser drin war tatsächlich. Ist das Schwimmbecken halb leer oder ist es halb voll? Ich denke, es ist halb voll. Ich denke, es ist voll. Also das ist wirklich unfassbar. Seit 30 Jahren steht das Ding hier leer. Ungefähr, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und hier ist, naja gut. Aber ich meine, selbst wenn hier wieder Wasser jetzt alles reingekommen ist, wie lange muss es da reingetropft haben, bis das Becken wieder so voll ist wie jetzt? Das ist echt unfassbar. Da hinten ist noch so eine alte Plane, wo du den Pool vielleicht mal mit zudecken konntest. Und es plätschert und plätschert. Das sieht wirklich nicht lecker aus. Das sieht wirklich nicht gesund aus. Boah. Das ist wirklich Salzsäure. Meinst du, da ist noch was drin? Aber in Salzsäure kann man zum Beispiel sehr gut verrottende Körper einlegen. Meinst du, hier hat jemand verrottete Körper eingelegt? Das wurde hier benutzt. Aber es sind tatsächlich die gleichen Kanister. Steht drauf. Vorsicht, ätzend, Salzsäure, 33%. Ja, Gefahrenhinweise, verursacht Verätzungen, reizt die Atemorgane. Da ist ja wieder die Frage, sind die von damals oder hat die jemand hier entsorgt? Ich vermute schon fast Zweiteres. Weil was sollen die mit Salzsäure, ne? Ja. Oder haben die immer den Pool Salzsäure gemacht? Alter, damit kannst du richtig jemanden wegätzen.
So Leute, in dem Sinne würde ich sagen, war es das mit dem Video. Relativ kleine, aber super spannende, interessante Location hier. Also sowas habe ich wirklich lange nicht mehr gesehen. Du sagst sogar, im Verhältnis zu deinem Video hat sich hier tatsächlich nichts geändert, was auch wieder eine Weile her ist. Und das ist echt, ja, ist beeindruckend. Also du kommst hier rein und diese Zeitkapsel, die hier seit 30 Jahren existiert, gammelt einfach immer weiter vor sich hin. Wer weiß, wie es vielleicht in ein paar Jahren aussieht. Also das ist echt das beste Beispiel für den komplett natürlichen Verfall hier, Leute. Daumen hoch für das Video. Schaut auch gerne bei Paul vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein.